Hey Leute, herzlich willkommen, ich bin's wieder Elias und höre schon weiter das Video für euch. Und zwar ist heute mal wieder Zeit für ein Easter Egg Video. In diesem Video habe ich zwei Easter Eggs für euch am Start. Einmal ein Grabstein, der wirklich sehr gut versteckt ist, vielleicht hat er was mit dem Jetpack zu tun. Und außerdem noch ein anderes Easter Egg, was mit drei Leichen zu tun hat, welche man im Meer finden kann. Fangen wir an mit dem Grabstein, der wirklich verdammt gut versteckt ist. Ich wusste vor kurzem noch gar nicht, dass er existiert. Ich bin ziemlich sicher, dass viele von euch auch keine Ahnung von diesem Grabstein haben. Wie ihr eben sehen könnt, kann man gar nichts sehen, wenn man hier ganz normal vorbeiläuft. Aber wenn man eben genau hinschaut, kann man hier einen kleinen Teil von diesem Grabstein sehen. Natürlich würde ich das nicht zeigen, wenn es jetzt das Einzige wäre, was daran so besonders ist. Das ist ein ganz normaler Grabstein, was natürlich ziemlich komisch ist, weil er so gut versteckt ist. Aber trotzdem gibt es noch mehr, was man hier sehen kann. Und da bin ich mir jetzt eben nicht sicher, was es genau sein sollte. Wenn man nämlich mit einem Helikopter unter die Map fliegt, dann sieht es eben hier so verbuggt aus. Aber dann kann man eben diesen Grabstein nochmal entdecken. Aber wie ihr sehen könnt, ist das Teil jetzt viel größer. Und meiner Meinung nach ist es jetzt kein normaler Grabstein mehr, sondern wie schon gesagt, das Teil ist jetzt einfach viel größer. Vielleicht wird es später mal irgendein Eingang oder sonst irgendwas sein für ein DLC. Und deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, vielleicht, oder nur ganz vielleicht, ist es vielleicht mal der Eingang zu dem Chatpack oder sonst irgendwas. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was Rockstar Games daraus macht, weil meiner Meinung nach wäre es ziemlich unnötig, wenn sie da so ein großes Teil hinsetzen würde, wenn man sowieso nur so einen kleinen Teil sieht, weil wie schon gesagt, das hier ist ja jetzt eben so eine Glitch. Normalerweise kann man das ja eben nicht machen. Ihr könnt ja mal eure Theorie dazu in die Kommentare reinschreiben, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr von diesem Teil haltet. Kommen wir nun zum zweiten Easter Egg, und zwar handelt es sich hier um drei Leichen, die man verteilt auf dem Meeresgrund finden kann. Auf jeden Fall auch ziemlich komisch, ihr könnt ja auch hier wieder in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt, wer das ist oder warum die dort unten auf dem Meeresgrund liegen. Auf jeden Fall ziemlich komisch. Also wenn man hier eben ein bisschen runtertaucht, ich zeige euch später auf der Karte, wo ihr diese drei Leichen finden könnt, dann kann man jetzt eben hier so eine eingepackte Leiche finden. Ich habe auf jeden Fall keine Ahnung, wer das sein könnte, aber ich würde es auf jeden Fall sehr gerne wissen. Ein paar von meinen Freunden behaupten, dass es die Leichen sind, die man am Ende von der Story eben töten muss. Könnte natürlich gut sein, aber wie schon gesagt, es gibt hier auf jeden Fall verschiedene Theorien. Falls ihr selber eine Theorie entwickelt habt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare. Ich will euch nicht den ganzen Spaß rauben und deswegen zeige ich die anderen zwei Leichen nicht in diesem Video. Die müsst ihr eben selber suchen, die natürlich zeige ich auf der Karte, wo ihr diese finden könnt, aber falls ihr sie eben sehen wollt, dann müsst ihr dort selber hingehen. Ihr könnt jetzt eben diese drei Positionen von diesen drei Leichen sehen. Das Ganze ist ganz, ganz weit im Norden. Einfach jetzt Pause drücken im Video und dann könnt ihr euch ungefähr die Stelle merken. Da war jetzt eben diese zweite und jetzt hier eben diese dritte Position. Und ja, das war's mit dem Video. Falls ihr mehr von solchen Easter Eggs Videos haben wollt, einfach eine positive Bewertung da lassen. Und ja, das war's von mir. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.